Jetzt gibt es ja auch die Aussage, dass eben auch Kündigung eine Möglichkeit ist, dass wenn sich ein Arbeitnehmer nicht daran hält oder eben diese Maßnahmen nicht mitträgt, dass er seinen Arbeitsplatz verlieren kann. Auch da gibt es natürlich gerade in Kreisen der Zweifler und der Kritiker immer wieder der Ruf danach, das ist ja verfassungsrechtlich gar nicht gedeckt, das ist ja gar nicht möglich rechtlich. Scheint aber, wenn ich zumindest die jüngsten Publikationen dazu jetzt gesehen habe, auch hier recht wenig Angriffsspielraum zu geben für Menschen, die sich dagegen wehren wollen. Naja, das ist dann letztlich eine arbeitsrechtliche Frage, inwieweit in solchen Fällen Kündigungen zulässig sind. Grundsätzlich einmal gekündigt werden kann man ohnehin relativ schnell, wenn nicht bestimmte verpönte Motive vorliegen oder ein spezieller Kündigungsschutz besteht. Die Frage ist eher, ob man sozusagen wegen nicht erfolgter Impfung entlassen werden kann. Aber das ist prinzipiell und primär von den Arbeitsrechtlern zu entscheiden. Aber auch hier kann man sagen, ja, wird letztlich zu prüfen sein, ob gerechtfertigte Gründe vorliegen, mit solchen drastischen Methoden vorzugehen.